Herzlich willkommen zum nächsten Pressbriefing des Science Media Centers. Mein Name ist Marlene Halbach, ich leite die Redaktion hier und wir würden heute gerne mit Ihnen über das Thema sprechen, dass die STIKO ihre Empfehlung zur Covid-19-Impfung von Schwangeren und Stillenden aktualisiert hat. Vor einer circa halben Stunde ist nämlich die Pressemitteilung auf der Website veröffentlicht worden. Die STIKO empfiehlt nun allen ungeimpften Schwangeren und Stillenden eine Impfung mit mRNA-Impfstoffen ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel. Bisher gilt die Empfehlung, dass es vor allen Dingen nur für Risikogruppen unter Schwangeren empfohlen ist nach Nutzen-Risiko-Abwägung, zum Beispiel solchen mit bestimmten Vorerkrankungen, die ein Risiko für schwere Covid-19-Verläufe darstellen oder Frauen, die einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Das ist jetzt eine Beschlussvorlage, die STIKO vorgelegt hat. Und die geht jetzt noch in das Stellungnahmeverfahren, was immer sich anschließt, also mit Bundesländern und Fachgesellschaften. Heißt, es könnte sich auch noch was ändern an dieser Beschlussvorlage. Aber wir wollen trotzdem heute schon drüber diskutieren, weil das Thema ist einfach da. Und zwar mit Fachleuten zusammen und diese Stellungnahme und die Empfehlung einordnen. Kurz gesagt, ist das eigentlich auch schon das, worüber wir heute sprechen wollen. Ich will gar nicht zu viel Zeit verlieren. Und wir wollen direkt übergehen gleich zu den Fragen an die Fachleute. Wenn Sie als teilnehmende JournalistInnen auch schon Fragen haben, können Sie die wie gewohnt in unser Fragen- und Antwortmodul stellen und wir werden die dann an geeigneter Stelle an die Fachleute weiterreichen. Ich würde Sie drei hier im Bunde gerne einmal kurz vorstellen. In der Reihenfolge nach wäre das Professor Dr. Christian Bogdan. Er ist Direktor des Mikrobiologischen Instituts an dem Universitätsklinikum in Erlangen und ist auch ein Mitglied der STIKO, also der Ständigen Impfkommission. Dann hätten wir Frau Dr. Marianne Röbel-Mathieu. Sie ist niedergelassene Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in München, auch Mitglied der STIKO und dort Sprecherin der AG Covid-19-Impfung in der Schwangerschaft. Und als Dritten im Bunde haben wir Professor Dr. Mario Rüdiger. Er ist Leiter des Fachbereiches Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin sowie Leiter des Projektes Fetoneonataler Pfad am Universitätsklinikum in Dresden. Und dazu möchte ich noch sagen, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Und dort koordinieren Sie auch die deutsche Schwangerenregisterstudie Kronos. Das soweit zum Eingang. Ich würde gern mit Frau Röbel-Mathieu beginnen. Könnten Sie vielleicht einmal kurz die Empfehlung, die STIKO jetzt zusammengefasst hat, im Beschlussentwurf zusammenfassen und erklären, welche Argumente nun das Pendel von der vorherigen Empfehlung für Risikogruppen unter Schwangeren zur generellen Empfehlung für Schwangere und Stillende gelenkt haben? Ja, guten Morgen zusammen. Wenn Sie anderen sich vielleicht mal kurz muten. Genau, super. Jetzt müsste es gehen. Probieren Sie nochmal. Ja, dann begrüße ich nochmal alle. Oh, das ist ein großes Problem. Was machen wir da? Haben Sie ein Headset, Frau Röbel-Mathieu? Ich habe leider kein Headset. Können Sie den Ton ganz leise stellen und dann sprechen? Ihren eigenen Audio. Dann hören Sie uns nicht für den Moment, aber wenn Sie sprechen, müsste es gehen. Dann versuche ich es jetzt nochmal. Ja, dann begrüße ich nochmal alle zusammen und möchte Ihnen kurz die neue Impfempfehlung vorstellen. Die STIKO empfiehlt in ihrem neuen Beschlussentwurf bisher nicht oder unvollständig geimpften Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel die Impfung mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs sowie auch allen nicht oder unvollständig geimpften Stillenden, ebenfalls mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs. Was auch ganz wichtig ist, dass die STIKO darüber hinaus ausdrücklich allen noch nicht oder unvollständig geimpften Frauen im gebärfähigen Alter auch die Impfung gegen Covid-19 empfiehlt, damit bereits vor Eintritt einer Schwangerschaft ein sehr guter Schutz vor dieser Erkrankung besteht. Hintergrund dieser neuen Empfehlung ist einfach die Tatsache, dass in den letzten Wochen noch eine Reihe von Erkenntnissen gewonnen worden sind, insbesondere zum Verlauf der Schwangerschaft, der Covid-19-Erkrankung in der Schwangerschaft, als auch zur Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit. Und da hat die STIKO in ihrer typischen Arbeitsweise eben eine systematische Aufarbeitung der Evidenz vorgenommen und ist nun zu einer geänderten Nutzen-Risiko-Bewertung gekommen. Und das Ergebnis habe ich Ihnen ja jetzt gerade vorgetragen. Hintergrund war zum einen, dass eben
herausgearbeitet werden konnte, dass die Schwangerschaft per se einen unabhängigen Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf darstellt. Dann kam auch noch dazu, dass eben auch erst in den letzten Wochen noch neue Daten zur Wirksamkeit und insbesondere auch zur Sicherheit in der Schwangerschaft herausgekommen sind. Und es kam dazu, dass sich ja die Delta-Variante ausgebreitet hat, sodass zu erwarten ist, dass insbesondere eben für ungeimpfte Personen und damit auch ungeimpfte Schwangere ein erhöhter Infektionsdruck besteht. Die Sicherheitsdaten haben kein Risiko für ein Signal gezeigt, dass durch die Impfung eben irgendwelche unerwünschten schweren Komplikationen aufgetreten wären, obwohl man dazu sagen muss, dass die Datenlage zur Sicherheit nach wie vor begrenzt ist, weshalb auch eine ausführliche Aufklärung durch den Arzt darüber nach wie vor für wichtig erachtet wird. Und dann hat sich einfach gezeigt, dass bei der bisher bestehenden Impfempfehlung der Zugang zur Impfung für impfwillige Schwangere doch sehr schwer war. Es war auch für die Ärzte offensichtlich schwierig, eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung eben bei bestehenden Vorerkrankungen oder eben auch erhöhtem Expositionsrisiko vorzunehmen, weil eben auch das Ausmaß der Auswirkungen sehr schwer quantifizierbar war. Und da kommt dann einfach auch ein Gerechtigkeitsaspekt dazu, dass ja nicht schwangere Frauen sich jederzeit impfen lassen können und dass andererseits vor diesem Hintergrund, wie er bisher bestand, schwangere Frauen de facto eigentlich einen erschwerten Zugang zur Impfung hatten. Und das, würde ich jetzt mal sagen, sind die wichtigsten Punkte. Vielen Dank, das war sehr nett. Ich hoffe, Sie können die Lautstärke wieder ein bisschen aufdrehen, damit Sie uns wieder hören. Ich würde jetzt aber erstmal übergeben an Herrn Bogdan. Haben Sie auch als STIKO-Mitglied da noch etwas zu ergänzen? Und könnten Sie vielleicht nochmal die besondere Rolle von Schwangeren erklären? Also was vielleicht auch immunologisch bei Schwangeren so besonders ist, dass sie so explizit betrachtet werden in STIKO-Empfehlungen? Ja, gerne. Also vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt der Empfehlung, die wir gerade eben erarbeitet haben, ist natürlich auch die Empfehlung, dass primär alle Frauen, die im gebärfähigen Alter sind oder eine Schwangerschaft auch planen, dass die, wenn immer möglich, sich natürlich vor der Schwangerschaft impfen lassen. Und zwar einfach deswegen, die Empfehlung, so wie sie jetzt existiert, betrifft also das zweite Trimenon und das dritte Trimenon, aber wir haben keine Impfung im ersten Trimenon vorgesehen, aus vielerlei Gründen. Und dementsprechend ist es natürlich absolut wichtig, dass diejenigen, die eben in die Situation einer Schwangerschaft planen zu geraten, dass die sich auch vorher bereits eben impfen lassen. Denn dann besteht eben während der ganzen Schwangerschaftszeit auch tatsächlich Schutz. Und das ist eine ganz wichtige Komponente unserer neuen Empfehlung auch. Der andere Aspekt jetzt, warum Schwangere jetzt hier besonders quasi behandelt werden in der STIKO, das ist natürlich jetzt nicht nur Covid spezifisch, sondern es ist generell so. Das liegt natürlich daran, dass wir immer zwei Leben zu betrachten haben, das Leben der Mutter und deren Umstände und natürlich auch das Leben des werdenden Kindes. Das heißt, da ist natürlich die Anforderung an Sicherheit, an Verträglichkeit besonders hoch. Aber es geht natürlich auch um die Frage, ob ein Eingriff in das mütterliche Immunsystem, in dem Fall eben durch eine Impfung, ob das einen Effekt haben könnte auf die Entwicklung des Immunsystems oder auch die spätere Antwort des Neugeborenen auf die dann stattfindenden Impfungen. Und das war auch Teil natürlich der Evaluation und der Aufarbeitung der Datenlage. Und auch da können wir jetzt im Moment zumindest festhalten, dass wir keine Hinweise haben, dass es einen Effekt geben könnte auf das Immunsystem des Kindes mit eben negativen Auswirkungen. Und insofern muss man das halt bei jeder Schwangerschaft und bei jeder Impfung in der Schwangerschaft auch entsprechend betrachten. Dazu kommt dann natürlich auch noch der Umstand, dass die Schwangerschaft an sich immunologisch ein sehr interessantes Geschehen ist. Denn man muss sich ja vor Augen führen, dass hier zwei Organismen sich miteinander arrangieren, die genetisch alles andere als identisch sind. Und das setzt natürlich voraus, dass die immunologische Lage im Bereich des sich entwickelnden Lebens, also will heißen, der Plazenta eine ganz andere ist, als zum Beispiel irgendwo in der Peripherie im Muskel. Und da kommt natürlich immer die Frage auf, können Infektionen oder eben auch Impfungen an dieser Balance, die da in der Plazenta existiert, irgendwas ändern? Und das hatten wir ja in der Vergangenheit schon sehr intensiv mit der Pertussis-Impfung beleuchtet und jetzt eben auch nochmal im Hinblick auf die
Covid-19-Impfung und Stand heute. Aber wie gesagt, das ist ein Geschehen, was man halt fortlaufend auch beobachten muss. Haben wir da keine Hinweise, dass wir hier etwas zu befürchten hätten. Vielleicht hake ich da an der Stelle noch einmal kurz ein. Sie hatten gerade in Ihrem ersten Teil gesagt, dass Sie ab dem zweiten Trimenon das vor allen Dingen empfehlen, nicht im ersten. Was sind die Gründe dafür? Naja, das sind vor allem natürlich der Aspekt, auch das immer wieder bei der Immunologie, was passiert im ersten Trimenon. Das ist ja ein Geschehen, wo im Prinzip das Immunsystem eigentlich sehr aktiv ist. Wir haben ja im Endeffekt eine Entwicklung dann auch der ganzen plazentaren Anatomie und dort, wenn man das immunologisch betrachtet, herrscht eigentlich eine Art von invasivem Entzündungsgeschehen. Und wenn man natürlich jetzt sich vorstellt, bei einer Impfung kann es immer zu einer Impfreaktion kommen, ganz normalen Impfreaktion. Ja, die Impfreaktion kann aber bei so einer Impfung auch mit Fieber einhergehen, also mit einer systemischen Reaktion. Und Fieber, sei es jetzt durch Impfungen oder eben auch durch Infektionen, sind ein potenzieller Faktor für die Auslösung einer Frühgeburt. Ja? Oder ist Abortus in dem Fall, nicht Frühgeburt. Und dementsprechend ist natürlich klar, dass man jetzt versucht, in den ersten 3 Monaten natürlich schwere Infektionen zu vermeiden und natürlich auch irgendwelche immunologischen Veränderungen, die mit einer dramatischen, vielleicht systemischen Impfreaktion einhergehen können. Das ist eigentlich der Hauptaspekt. Dazu kommt natürlich noch der Umstand, dass es zu dieser frühen Phase auch einfach zu wenige Daten oder gar keine Daten gibt, die uns ausreichen würden. Das heißt, wenn man das jetzt mal unter Außerachtlassung dieser immunologischen Gegebenheiten, die ich gerade geschildert hatte, zur Verfügung hätte. Super, danke. Ich würde an den dritten im Munde überleiten, das ist Herr Rüdiger. Sie wissen ja auch seit gerade erst von der Empfehlung oder dem Ergebnis der Empfehlung der STIKO, auch wahrscheinlich durch Ihre Fachgesellschaft, die am Stellungnahmeprozess beteiligt ist. Hätten Sie mit dem Ausgang dieser Beratung der STIKO gerechnet und ist das nachvollziehbar aus Ihrer Sicht? Ja, ich begrüße das sehr. Die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin hat ja sehr frühzeitig schon gesagt, dass wahrscheinlich die Vorteile eher den Nachteilen überwiegen. Und deswegen auch in die Richtung ein bisschen gearbeitet, dass es wahrscheinlich empfehlenswert ist, weil es die Mutter schützt, also die Schwangere schützt, das Ungeborene schützt und auch das Neugeborene schützt. Ich finde es absolut toll, dass die STIKO da auch sehr gewissenhaft arbeitet und sich da Zeit lässt, wirklich alle verfügbaren Daten zu erfassen. Und deswegen begrüße ich diese aktuelle Stellungnahme sehr. Vielen Dank für diesen kleine Eingangsstatement. An dieser Stelle, das reicht vielleicht erstmal für den Eingang. Herr Rüdiger, ich hätte da aber noch direkt eine Nachfrage dazu. Sie haben ja schon gesagt, dass die DGPM, also Ihre Fachgesellschaft, zusammen mit der DGGG, der Gynäkologen und Geburtshilfe, schon früh, also im Mai war das, eine Stellungnahme oder eine Empfehlung veröffentlicht hat für eine generelle Impfung von Schwangeren. Wie war denn daraufhin so der Zulauf von impfbereiten Schwangeren? Also Frau Röbel-Mathieu hat gerade schon gesagt, der Zugang könnte wegen einer fehlenden STIKO-Empfehlung noch etwas erschwert gewesen sein. Haben Sie das gemerkt und erwarten Sie, dass jetzt, wenn die STIKO empfiehlt, nochmal ein Schwung Schwangere dazukommt? Das erwarte ich auf alle Fälle, weil die Nachfragen waren sehr viele gewesen nach unserer, sage ich mal, Stellungnahme. In der Vergangenheit kam viel, aber eben auch viel Verunsicherung. Wir konnten immer nur sagen, die verfügbaren Daten, die wir überschauen, scheinen dafür zu sprechen, dass es wirksam ist und auch keine großen Nebenwirkungen hat. Und deswegen auch diese Abwägung bei besonderen Risiken, das wirklich schon durchzuführen. Aber da kamen natürlich auch viele Anfragen von Frauen oder Schwangeren, die dann gesagt haben, ja, ich habe aber nicht das Risiko, wird aber trotzdem mich oder mein Ungeborenes schützen wollen. Und deswegen erwarte ich da jetzt einen großen Zuspruch. Ja. Auch in der Fachcommunity gilt wahrscheinlich das Gleiche, weil auch da sagte Frau Röbel-Mathieu, da waren sich vielleicht einige noch unsicher, STIKO hat noch nichts gesagt. Dafür gilt das Gleiche, nehme ich an. Ja. Okay. Frau Röbel-Mathieu, ich habe die Nachricht bekommen, bei Ihnen sollte es wieder besser laufen. Ich hätte dann direkt mal eine Frage, wir probieren das mal aus. Und zwar geht es um die Datenlage, die wir haben zu Schwangeren. Und die werden ja meistens aus den klinischen Zulassungsstudien für Impfstoffe noch ausgeschlossen, aufgrund dieser Besonderheit, die Herr Bock dann auch gerade schon dargestellt hat. Also wenig Daten aus klinischen Zulassungsstudien ist vielleicht ein Grundproblem bei Impfung von Schwangeren. Aber wie sieht es denn jetzt im Rahmen von Covid aus im Vergleich zu anderen Impfungen? Also zum jetzigen Zeitpunkt, wie viele Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit haben wir denn im Vergleich zu anderen schon zugelassenen Impfungen oder empfohlenen Impfungen für Schwangeren? Ja, also zur Wirksamkeit haben wir im Prinzip nur 3 Studien, beziehungsweise 2 sogar nur. Das ist eine große Studie aus Israel, wo insgesamt mehr als 20.000
Frauen untersucht worden sind, die Hälfte davon geimpft, die andere Hälfte nicht geimpft. Und da hat sich eben gezeigt, dass nicht vermehrt unerwünschte Wirkungen aufgetreten sind und dass auch die schwangerschaftsassoziierten Komplikationen nicht häufiger waren. Oh, jetzt habe ich mich, glaube ich, vertan. Ich spreche jetzt von der Daran-Studie. Da ging es um die Wirksamkeit. Ich war jetzt bei der Wirksamkeit und da hat sich eben gezeigt, dass eben die Rate von Infektionen an Covid-19, die war bei den geimpften Schwangeren deutlich niedriger. Da war eine Wirksamkeit vor Infektion von über 90% zu finden und vor symptomatischer Infektion war es noch etwas höher und auch vor Hospitalisierung war die Wirksamkeit etwa bei 89%. Also quasi das klassische Bild würde ich mal zusammenfassen, was man auch aus den anderen Wirksamkeitsstudien kennt. Das waren Real-World-Daten. Genau, also kein Unterschied zwischen Schwangeren und Nichtschwangeren auch. Ja. Und wenn Sie jetzt vielleicht mal so die Datenlage insgesamt betrachten, also jetzt weniger auf die einzelne Studie einzugehen, sondern wie ist das zum Beispiel zu vergleichen? Herr Bogdan hat gerade schon die Pertussis-Impfung, also gegen Keuchhusten, angesprochen, die ja auch empfohlen wird von der STIKO. Wie viele Daten liegen denn davor jetzt im Vergleich zu Covid? Ja, also bei der Beurteilung der Datenlage zur Pertussis-Impfung in der Schwangerschaft, da hatten wir mehr als 1 Million Daten von Mutter-Kind-Paaren für den Endpunkt der Wirksamkeit und mehr als 800.000 Daten von Mutter-Kind-Paaren zum Endpunkt der Sicherheit der Impfung. Also deutlich mehr als jetzt zu Covid. Das ist ein Riesenunterschied zu diesen 20.000 und einigen weiteren 1.000 aus einer anderen Studie, ja. Herr Bogdan, ich habe vielleicht an Sie da eine Nachfrage. Und zwar ist es ja so, Frau Röbel-Mathieu hat gerade zum Beispiel, ich glaube, die V-Safe-Studie ja auch schon mal angesprochen, dann Daten aus Israel, die Sie jetzt als STIKO mit einbezogen haben in Ihre Empfehlung. Das heißt, wir schauen auf Daten aus anderen Ländern, haben jetzt aber selber nicht so viel. Herr Rüdiger, zur Corona-Studie kommen wir gleich noch. Aber wenn man das jetzt vergleicht, einfach der Anzahl nach, dann haben wir nicht so viel. Ist es nicht so ein bisschen unfair, sich auf Daten aus anderen Ländern zu verlassen, dann eine nationale Empfehlung auszusprechen, dann zu sagen, jetzt können wir auch hier Schwangere impfen und sollten wir uns vielleicht stärker auch national an der Datenerhebung beteiligen? Ja, also da muss man jetzt schon mal betonen, dass nicht in allen Ländern vielleicht genau in der gleichen Form gearbeitet wird, was Impfempfehlungen anbelangt, wie jetzt bei uns. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die Deutschen, die warten ab und schauen, was so passiert im Ausland. Aber das ist ja jetzt nicht die primäre Maxime der STIKO, sondern unsere Maxime ist, und da unterscheiden wir uns vielleicht dann doch ein bisschen, dass wir schon die wissenschaftliche Evidenz erstmal in den Vordergrund stellen. Und die Frage müssten Sie eigentlich andersrum formulieren, warum fangen andere Länder an mit dem Impfen, ohne die Daten zu haben? Ja, und zwar breitflächig. Und das ist, denke ich, vielleicht dann doch auch ein gewisser Unterschied halt in der Vorgehensweise. Und man kann da jetzt lebhaft darüber streiten, was jetzt im Rahmen einer Pandemie dann das adäquatere Vorgehen ist. Aber ich glaube nicht, um das auch mal ganz klar zu sagen, dass wir jetzt durch die abwartende Haltung im Sinne von eben auf die entsprechenden Studien zu warten, die dann auch publiziert worden sind, dass wir dadurch irgendwie in Deutschland Schwangeren massiv geschadet hätten. Ja, also das muss man schon mal auch irgendwie ein bisschen betonen. Man muss ja auch mal hervorheben, dass bei aller Situation, was Risiko anbetrifft, durch die Schwangerschaft oder gegebenenfalls auch durch Komorbiditäten, das Risiko in der Altersgruppe, wo man üblicherweise schwanger wird, für Covid-19 erstmal ein sehr geringes ist. Ja, also das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass man praktisch die sogenannte Risikosteigerungen oder Risk Ratios, wie es im Angloamerikanischen so schön heißt, dass man die losgelöst betrachtet vom absoluten Risiko. Und wenn es also jetzt so gewesen wäre, dass das absolute Risiko für Schwangere also so hoch wäre wie für 80-Jährige, dann können Sie davon ausgehen, dass wir diese Impfung natürlich auch für die Schwangeren sehr frühzeitig empfohlen hätten. Aber das ist ja mitnichten der Fall, ja. Und das muss man auch mal wirklich betrachten. Also das Rufen immer quasi, jeder muss sofort geimpft werden, nur unter dem Aspekt vielleicht der Gleichberechtigung, das ist nicht die Maxime der STIKO, sondern die Maxime der STIKO ist, wo sind die Risiken am höchsten, wo sind die Impfziele eigentlich zu setzen, was wollen wir eigentlich durch die Impfung wirklich erreichen.
Vielen Dank für die Klärung. Ich denke, da kann man noch vortrefflich drüber streiten. Das würde ich sehr gerne. Ich würde noch ein paar andere Aspekte mit einbringen. Und zwar kommt eine Frage von außen, die vielleicht so ein bisschen dazu passend ist, Frau Röbel-Mathieu. Warum wird denn jetzt nur, also werden nur mRNA-Impfstoffe empfohlen und nicht die Vektorimpfstoffe? Das hat zum einen damit zu tun, dass in Deutschland derzeit ja sowieso laut STIKO-Empfehlung Personen unter 60 Jahren nicht mit Vektorimpfstoffen geimpft werden sollen. Und um eine solche Altersgruppe geht es ja hier. Und zum Zweiten gibt es auch deutlich weniger Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit von Vektorimpfstoffen in der Schwangerschaft. Vielen Dank. Würde ich gerne noch mal an Herrn Rüdiger geben. Und zwar haben Sie vorhin in Ihrem Eingangsstatement auch schon den indirekten Schutz des Kindes angesprochen, der durch eine Impfung der Mutter zustande kommt. Ist das auch ein explizites Ziel, was betrachtet werden sollte? Oder ist das eher so ein netter Nebeneffekt von der Impfung der Schwangeren? Und wie gut ist denn der Schutz eigentlich bei den Kindern, bei den Ungeborenen und Neugeborenen? Wissen Sie dazu auch was aus Ihrer Kronos-Studie? Könnten Sie die Daten da einmal vorstellen? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist sozusagen, wir wissen, durch die Impfung der Mutter werden auch Antikörper übergeben, gehen über auf das Ungeborene und damit hat das Neugeborene auch den sogenannten Nestschutz. Das ist ja von der Natur relativ clever angelegt, dass die Neugeborenen auch geschützt werden. Also von der Seite her profitieren die Neugeborenen gerade in einer besonders empfindlichen Phase, wo die erstmal auf die Welt kommen, auf der Welt sind und mit vielen Außenpathogenen in Kontakt kommen, also Infektionsgefahr groß ist. Der zweite Aspekt, und da will ich nochmal auf Herrn Bogdan sozusagen auf diese Abwägung eingehen oder diese Diskussion eingehen bezüglich eigener Daten und anderer Daten. Ich glaube, die Impfempfehlung beruht ja immer auf dem Risiko, wie Herr Bogdan gesagt hat, von der Grunderkrankung und der Wirksamkeit der Impfung. Und ich glaube, gerade für diesen Aspekt des Risiko der Grunderkrankung ist auch vor dem Hintergrund unterschiedlicher Gesundheitssysteme, wissen wir einfach, dass das Risiko ganz unterschiedlich ist. Und deswegen war es uns so wichtig als DGPM, auch wirklich Daten für das deutsche Gesundheitssystem zu erfassen und von Schwangeren zu erfassen, wo wir sagen können, okay, bei uns sieht es so aus. Also wir haben jetzt mittlerweile fast 3000 Schwangere erfasst in diesen anderthalb Jahren und können da relativ gut sagen, wie ist die Situation, wie ist wirklich dieses Grundrisiko. Und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, sieht man auch in der STIKO-Empfehlung, dass es ganz unterschiedlich ist und es liegt nicht unbedingt an den Schwangeren, sondern an unterschiedlichen Gesundheitssystemen. Vorsorgeuntersuchungen in Deutschland extrem gut ausgeprägt. Ne? Und deswegen ist eigentlich dieser Aspekt sehr wichtig, wirklich Daten zu generieren für das deutsche Gesundheitssystem. Was bedeutet diese Erkrankung? Und da waren wir so ein bisschen, ehrlicherweise, so ein bisschen verlassen. Das war so Eigeninitiative, Ehrenamt, was wir da gemacht haben. Aber es ist unheimlich wichtig, diese Daten zu generieren. Und Sie erheben die jetzt auch noch weiter und das läuft auch noch weiter, die Kronos-Studie. Und was sind da so, sagen wir mal, die Hauptausgangspunkte, die wir da jetzt zum Beispiel in die STIKO-Empfehlung mit eingeflossen sind? Also vor allen Dingen, was nochmal den Schutz auch der Kinder oder das Risiko auch der Kinder, wenn die Mutter an Covid erkrankt ist, angeht? Genau, wir sehen, dass wir haben mehrere Effekte. Also wie gesagt, 3000 Frauen positiv getestet, die sind nicht alle erkrankt, aber wir sehen bei diesen positiv Getesteten, wie groß der Anteil ist, die wirklich intensivpflichtig, also wie groß das Risiko für die Mutter ist. Wir sehen, wie viele Neugeborene, das waren 1% der Neugeborenen, die wir erfassen, die wirklich auch einen positiven Test gehabt haben, also noch nicht mal erkrankt sind, sondern einen positiven Test gehabt haben. Und das sind alles wichtige Daten, auf denen man diese Balance zwischen Risiko der Impfung und Risiko der Erkrankung abwägen kann. Und da sind einfach deutsche Daten wichtig. Da kommt nochmal eine Nachfrage dazu. Wenn Sie finden, die Antikörper gehen auch über von der Mutter aufs Kind, über die Plazenta, ja, macht das dann eine Impfung für Säuglinge überflüssig? Weil auch die wird ja diskutiert und die Daten werden gerade erhoben, auch von den Herstellern. Ab wann sollte also Säuglinge oder Kleinkinder dann geimpft werden? Wie lange hält der so an, erfahrungsgemäß? Also wir wissen, dass es sozusagen dieser Nestschutz das erste halbe Jahr ganz grob, sage ich mal, besteht, sodass wir dann wirklich, wenn Säuglinge sind ja ab dem ersten Lebensjahr, wirklich ganz getrennt davon diskutieren müssen. Und da wird jetzt eine neue, also da wird es wieder zu diskutieren sein. Wir haben ja die Grenze jetzt bei 12 Jahren gelegt. Da muss man sich angucken, wie die Datenlage ist für diese Kinder zwischen 1 und 12 Jahre. Da wird man sicherlich ein bisschen zurückhaltend sein. Aber da muss man sich wirklich die Daten angucken. Und da kann man, glaube ich, die mütterliche Impfung erstmal ignorieren. Herr Bogdan, würden Sie das ebenso sehen?
Naja, es sind natürlich eine ganze Reihe von Aspekten, die da eine Rolle spielen. Es geht natürlich auch vor allem auch um die Wahl des Impfstoffes. Man muss ja auch immer die Frage stellen, wann wird welcher Antikörper übertragen. Also die Übertragung jetzt von Antikörpern der Klasse IgG, via Plazenta, also über die Plazenta, das ist im Prinzip ein ganz etablierter und auch sehr gut funktionierender Weg. Spannender wird dann die Frage, wie es ausschaut mit der Übertragung von Antikörpern über die Muttermilch. Denn da brauchen wir eigentlich eine andere Klasse von Antikörpern, die da sezerniert werden muss. Und das wird auch etwas sein, wo die Wissenschaft sicherlich aktiv werden wird im Hinblick auf Verbesserung zum Beispiel von Antikörpern der IgA-Klasse. Wie kann man das also durch eine Impfung vielleicht auch entsprechend besonders steigern, wenn denn überhaupt so eine Impfung in der Schwangerschaft stattfinden muss? Ich habe ja eingangs gesagt, und dazu stehen wir also ganz massiv, dass also wenn immer möglich, sollte die Impfung ja auch vor der Schwangerschaft stattfinden. Zu den Säuglingen. Da sind ja jetzt viele Aspekte wirklich hochrelevant. Da ist natürlich einzeln mal zu betrachten, was ist wirklich das Gefährdungsrisiko des Säuglings bei Erkrankung. Dann natürlich die Frage, wie lange hält dieser Nestschutz an. Dann geht es bestimmt irgendwann auch um die Frage, die nicht so ganz trivial ist, wie sie klingt. Wie kann man eine Covid-Impfung dann in den Impfkalender integrieren? Aber es geht natürlich auch ganz speziell um die Nutzen-Risiko-Abwägung. Ja. Also das wird eine separate Situation werden mit einer sicherlich sehr, sehr intensiven Beleuchtung der wissenschaftlichen Datenlage. Und alle wissen, denke ich, in der Republik, dass die Altersgruppe, um die wir dann da reden, mitnichten die Altersgruppe ist, die irgendwie besonders gefährdet ist durch Covid-19, jedenfalls nach derzeitigem Stand der Dinge mit dem momentan zirkulierenden Virus. Nochmal, um das zusammenzufassen, die STIKO-Empfehlung bezieht sich ja nicht nur auf Schwangere, sondern eben auch auf Stillende, aus genau dem Grund, also dem Punkt, von dem wir kamen, eben, dass die Antikörper auch über die Muttermilch übertragen werden können. Und das hatten wir, glaube ich, so als Fakt noch nicht gesagt. Das würde ich an dieser Stelle einfach mal zusammenfassen. Frau Röbel-Mathieu, dazu kommt noch eine Verständnisfrage, vor allen Dingen zu der Kronos-Studie von Herrn Rüdiger, und ich würde was anschließen. Die sind ja dann sicherlich auch in die STIKO-Empfehlung mit eingeflossen, die Kronos-Daten, wenn wir dann jetzt schon eben nationale Daten haben. Was für eine Rolle haben die denn gespielt in der Diskussion? Ja, das war einfach ein wichtiger Teilaspekt, weil es eben Daten aus dem eigenen Land sind. Und letztlich gab es ja da durchaus ganz gute Übereinstimmungen auch mit internationalen Daten. Zum Beispiel, dass es eben ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf in der Schwangerschaft gibt. Auch ich möchte noch mal betonen, das absolute Risiko durch eine Covid-19-Erkrankung einen schweren Verlauf zu erleiden, ist schon niedrig. Also das ist auch international maximal so bei 10% angesiedelt. Das Risiko für eine Intensivbehandlung liegt bei 4%. Das Risiko für eine invasive Beatmung bei 3%. Und in etwa haben die deutschen Daten eigentlich ähnliche Zahlen erbracht. Und es ist auch nicht so, dass Schwangere sich häufiger anstecken als Nichtschwangere. Und sie weisen auch im Prinzip eine ähnliche Symptomatik auf. Oft ist es sogar so, dass weniger ausgeprägte Symptome da sind. Im Vordergrund stehen Fieber und Husten und leichte Blutbildveränderungen. Also das absolute Risiko ist gering, aber es ist doch zu sehen, dass das Risiko eben für schweren Verlauf, Behandlungspflichtigkeit auch auf Intensivstation höher ist als bei nicht schwangeren Frauen. Und um da nochmal einzuhaken, das ist aber auch, wir haben es am Eingang schon mal gesagt, aber ich finde den Punkt sehr wichtig, es ist auch so, wenn man andere Risikofaktoren wie zum Beispiel Vorerkrankungen, die ja auch Schwangere haben können, also DiabetikerInnen zum Beispiel, wenn man die rausrechnet, ist auch die Schwangerschaft an sich ein Risikofaktor für einen schweren Covid-Verlauf. Das nochmal. Ja, also ein zentraler systematischer Review, den wir ja auch mit zugrunde gelegt haben für unsere Auswertung, der hat ja Daten gesammelt bis zum Oktober 2020. Und da wussten wir eben schon, dass bestimmte Risikofaktoren das Risiko für einen schweren Verlauf erhöhen. Aber auch damals hat sich schon abgezeichnet, dass die Schwangerschaft per se ein eigenständiger Risikofaktor sein könnte. Und das hat sich jetzt durch neuere Daten eigentlich auch bestätigt. Da geht es dann vor allem auch darum, dass das Risiko für Frühgeburten ansteigt. Und es geht darum, dass das Risiko für eine sogenannte Präeklampsie ansteigen kann. Das ist alles weniger als doppelt so hoch. Aber es erhöht sich eben deutlich und
Und dadurch, dass aber es zu Frühgeburten kommt, ab dem dritten Trimen und der Schwangerschaft, steigt auch die neonatale Morbidität. Also wir haben gesehen, dass nicht die Infektion beim Neugeborenen eine nennenswerte Krankheitslast auslöst, weil es eher selten ist. Und wenn sie erkranken, dann eigentlich in der Regel nicht schwer, sondern dass die Morbidität eher aus der Frühgeburtlichkeit resultiert. Und wir haben auch gesehen, dass nicht die Rate an spontanen Frühgeburten zunimmt, sondern die Rate von ärztlich induzierten Schwangerschaftsbeendigungen, zum Beispiel eben aufgrund eines schlechteren Gesundheitszustands der Mutter oder weil es eben beim Kind ein akutes Problem gibt. Das, finde ich, sind einfach wichtige Daten. Und da hat sich eben gezeigt, dass die Schwangerschaft per se ein unabhängiger Risikofaktor ist. Herr Rüdiger, wie sehen dann so Probleme aus, die die Kinder, also die Ungeborenen beziehungsweise dann Neugeborenen haben durch, sagen wir mal, einen schweren Covid-Verlauf bei den Müttern, bei den noch schwangeren Müttern? Weil das ist ja auch Ihr Fachbereich. Könnten Sie dazu noch mal kurz was sagen? Also die wirklich sehr schwere Covid-Verläufe bei den Neugeborenen sind extrem selten. Die sind wirklich eher aus dieser zu frühen Geburt resultierend, also die irgendwie aus mütterlicher Indikation notwendig ist, sodass diese Probleme mit der frühen Geburt assoziiert sind. Das heißt, die haben Atemunterstützung, die müssen beatmet werden, aber wirklich sehr, sehr schwere Verläufe, wie wir das von 80-jährigen Patienten mit Covid haben oder so, das, oder diese Häufigkeit ist extrem selten. Also das muss man einfach sagen. Ja. Okay. Es kommt die Nachfrage, das hatte ich jetzt dann doch nur so eingeworfen, ob wir nochmal eben kurz die Argumentation bei Stillenden etwas genauer erläutern können, warum eben auch die STIKO-Empfehlung für Stillende gilt. Frau Rühl-Mathieu oder Herr Bogdan, wer möchte gerade? Herr Bogdan, Sie haben schon länger nichts gesagt. Also im Endeffekt ist es natürlich immer das Ziel einer Impfung in der Schwangerschaft, dass man eben wirklich einen Beitrag auch leistet dann zum Nestschutz. Und der Nestschutz kommt eben letztlich zustande durch diese zwei Wege, eben Übertragung der Antikörper über die Plazenta während der intrauterinen Zeit und dann eben danach über die Muttermilch. Und da muss man halt jetzt sagen, auch da wird in der Zukunft sicherlich noch einiges passieren, was den Umfang der wissenschaftlichen Studienlage anbetrifft. Aber die wenigen Arbeiten, die es jetzt zu der Frage der Übertragung oder der Ausscheidung von SARS-CoV-2-spezifischen Antikörpern über die Muttermilch gibt, ist das sehr, sehr ermutigend. Und wenn man das also noch zusätzlich hat, dann ist es halt ein weiteres Argument für die Sinnhaftigkeit dieser Impfung. Ja. Also ich denke, das wird dann bestimmt auch ein Thema werden, wenn es um die Weiterentwicklung von Impfstoffen geht, ob man das ein oder andere diesbezüglich auch noch verbessern kann. Ich würde vielleicht trotzdem gern ergänzen, dass natürlich der Hauptgrund einfach die Tatsache ist, dass Stillende auch die Möglichkeit haben sollen, sich selber zu schützen und dass eben das Stillen kein Hinderungsgrund ist, sich impfen zu lassen. Ja, ich habe jetzt mehr auf die quasi Muttermilch-Situation abgehoben. Natürlich, also die Impfung der Stillenden, ja, das ist ja etwas, wo man jetzt einfach mal sagen muss, wenn eben jemand, aus welchen Gründen auch immer, sich weder vor der Schwangerschaft noch während der Schwangerschaft hat impfen lassen, dann aber eben den Wunsch hat, dann gibt es jetzt aus unserer auch wirklich immunologischen Sicht erstmal keinen Grund, das nicht zu machen, ja. Ich meine, die Daten zu dem Thema, was passiert während der Stillzeit mit einer Immunantwort, die ist sicherlich noch beschränkter als zur anderen Fragestellung. Aber rein biologisch betrachtet gibt es jetzt auch keine plausiblen Gründe anzunehmen, dass man da in irgendein Problem hineinlaufen sollte. Ja, also das ist, denke ich, mehr als wichtig, darauf hinzuweisen, dass also die Stillzeit jetzt keine Kontraindikation für die Impfung mit einem Totimpfstoff darstellt. Und die mRNA ist ja jetzt kein lebender Organismus, ja, es gehört also zur großen Kategorie der Totimpfstoffe im weiteren Sinn des Wortes und dementsprechend ist es unbedenklich. Das ist ganz spannend. Also Sie würden die mRNA-Impfstoffe, das ist auch noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die sind ja jetzt doch was sehr Neues, die jetzt auch in der Pandemie eingesetzt werden, auch so in die Kategorie Totimpfstoffe zählen, ja. Weil, wie Sie gerade gesagt haben, die sind empfohlen von der STIKO lebend nicht aus den bekannten Gründen. Ja. Also der Terminus Tod- und Lebendimpfstoff ist natürlich historisch bedingt und gewachsen. Also an einem klassischen Totimpfstoff versteht man einen abgetöteten ganzen Erreger. Aber dann gab es ja in den letzten Jahrzehnten multiple Weiterentwicklungen, also wo man einzelne Komponenten nur zum Impfen nimmt. Ja, Proteine, also Eiweißstoffe, Zuckermoleküle,
Peptide, also kurze Eiweißstücke, bis hin eben auch jetzt zu der RNA. Also das heißt, wir sind ja nicht mit einem ganzen Erreger. Es gibt auch keine Möglichkeit, dass die RNA sich irgendwie vermehrt. Ja. Das heißt also, wir haben hier definitiv operational oder funktional betrachtet einen Totimpfstoff. Und das ist deswegen wichtig, weil natürlich die Verimpfung von Lebendimpfstoffen in der Schwangerschaft sich verbietet und auch in der Stillzeit gibt es da entsprechende Limitationen. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, darauf hinzuweisen, dass hier kein Problem existiert. Also sagen wir, steht jetzt so auf einer Stufe mit Influenza und Keuchhusten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Von der Kategorisierung her, ja, absolut. Vom Mechanismus her, absolut nein. Absolut nicht, nein, nur von der Einschätzung der Stiko. Ja, okay. Herr Rüdiger, vielleicht an Sie nochmal. Was sind denn offene Fragen, die noch unbedingt geklärt werden müssen und welche Studien fehlen eigentlich, um diese Daten zu erheben? Und ist es auch ein Mittel, kontrollierte Studien mit Schwangeren durchzuführen aus Ihrer Sicht? Also wo wir überhaupt noch nichts sagen können, sind die langfristigen Auswirkungen. Also sowohl während der Schwangerschaft die Exposition des Ungeborenen einer Infektion gegenüber während der Schwangerschaft, was das langfristig bedeutet. Also ich glaube, da ist ganz viel notwendig, die Daten zunächst einmal zu analysieren und zu gucken, so ein Follow-up zu machen. Also was wird aus den Kindern? Weil dieser Ansatz der kontrollierten Studien ist natürlich immer ein bisschen problematisch. Ja? Ist methodisch deutlich sauberer, aber zurzeit bei dieser Infektion, bei der Pandemie, da können wir keine kontrollierten Studien machen, umso wichtiger ist es, dass wir wirklich beobachten und erfassen, was passiert eigentlich unter dieser Erkrankung, damit wir das Risiko besser einschätzen können. Und dann für die Therapie oder Prävention, also fürs Impfen, da brauchen wir sicherlich vernünftige, kontrollierte, randomisierte Studien, die müssen die Daten sozusagen dafür liefern. Aber wichtig nochmal mein Appell, dass wir auch die nachverfolgen, die jetzt sozusagen das durchgemacht haben. Von den anderen beiden vielleicht noch ein Statement dazu, kontrollierte Studien an Schwangeren. Möchten Sie dazu noch was sagen? Wie wichtig wären die vielleicht sogar in Impfstoffprüfungen schon? Also es gibt ja schon eine kontrollierte, randomisierte Studie zum BioNTech-Impfstoff. Die ist angelaufen im Februar und da werden etwa 4.000 Schwangere in verschiedenen Ländern untersucht, kontrolliert, randomisiert. Und da werden Ergebnisse bis in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres erwartet. Und ich finde das gut und richtig und sinnvoll. Ich finde es aber auch richtig und sinnvoll, dass zunächst eben mal die ersten Studien, klinischen Studien an weniger vulnerablen Kollektiven stattfinden. So hat es ja auch begonnen. Zunächst waren ja dann auch Immundefiziente ausgeschlossen, HIV-Patienten und so weiter. Und dann aber finde ich es auch richtig, dass an Schwangere auch gedacht wird, wenn eben in den anderen Gruppen keine nennenswerten Risikosignale erkannt werden und eben auch die Wirksamkeit sich bestätigt. Dann ist es, glaube ich, auch sinnvoll, vielleicht in Zukunft früher und intensiver an die Einbeziehung von Schwangeren in kontrollierte Studien nachzudenken. Herr Bogdan, Sie hatten sich noch unmuted. Wollen Sie auch noch was sagen? Ja, im Prinzip, was mir auch wichtig wäre, ist natürlich zu sehen, ob eine Impfung in der Schwangerschaft, ähnlich wie man das bei anderen Impfungen gesehen hat, einen Einfluss haben kann auf die Impfantwort des Neugeborenen. Ja. Da haben wir ja bisher bei den anderen Impfungen keine dramatischen und auch vor allem keine Langzeiteffekte. Ja. Also das ist nicht so, dass man quasi vermuten müsste, dass das passiert. Aber formal ist es eben jetzt bisher nicht untersucht. Und ich denke, das sollte man natürlich ähnlich wie bei Pertussis auch bei der Covid-19-Impfung machen, um auch diese gedankliche Baustelle dann definitiv zu schließen. Und vielleicht, wenn ich nochmal ergänzen darf, es ist ja auch in Deutschland angedacht, dass eine Studie läuft, wo auch Schwangere nach der Impfung weiter beobachtet werden. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem Paul-Ehrlich-Institut und diesem Embryotox-Register an der Charité in Berlin. Und auch das halte ich für eine sehr sinnvolle Sache. Ja, weil die Daten ja auch aus den USA sehr wichtig waren. Das war diese V-Safe-Studie. Ne? Frau Röhl-Mathieu, da Sie sowieso gerade schon an der Reihe sind, ich habe noch eine Frage an Sie, so ein bisschen mehr in die Praxis gerichtet, sage ich mal, der GynäkologInnen. Welche Sorgen haben denn schwangere Patientinnen in Bezug auf die Impfung? Wie adressieren Sie die jetzt auch mit der STIKO-Empfehlung? Und gibt es weiterhin Kontraindikationen für Schwangere? Weichen die ab von der, sag mal, Normalbevölkerung, die nicht schwanger ist?
Also ganz echte Kontraindikationen gibt es auch bei der mRNA-Impfung eigentlich nicht. Das sind im Wesentlichen Menschen, die vielleicht wirklich Allergien haben gegen Inhaltsstoffe des Impfstoffs oder die in der Vergangenheit schon schwere anaphylaktische Reaktionen entwickelt haben. Ja, ich denke, die Unsicherheit besteht vor allem darin, dass es eben ein ganz neuartiger Impfstoff ist und dass man einfach weiß, dass die Datenlage insgesamt begrenzt ist, wobei man natürlich inzwischen schon viele Millionen Menschen weltweit geimpft hat und zumindest Rückmeldungen vielleicht aus Überwachungssystemen haben, aus passiven Surveillance-Systemen. Aber natürlich ist es nicht dasselbe wie eine systematische Aufarbeitung auch von Studien mit Vergleichsgruppen. Und das ist eine Unsicherheit, die besteht. Und natürlich ist immer schwingt mit die Sorge um eine mögliche Schädigung des ungeborenen Kindes. Ja? Und das ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar. Und deswegen kann ich immer nur noch alles betonen, was vorher eh gesagt worden ist, wie sorgfältig eben mit der Überprüfung auch von Impfstoffen gerade in der Schwangerschaft umgegangen werden sollte. Zwei kleine praktische Fragen eher dazu. Jemand fragt, wie groß ist denn eigentlich die Gruppe Schwangere, die das jetzt betrifft? Ich weiß, dass wir so ungefähr 800.000 Geburten im Jahr haben. Dürfte ja ungefähr laufende Schwangerschaften ebenso sein. Genau, da haben Sie, das ist okay. Genau die Zahl, so 700 bis 800.000. Und passt auch noch dazu, was wir gerade besprochen haben, heißt die STIKO-Empfehlung jetzt eigentlich, dass impfende Ärztinnen jetzt aus der Haftung bei Impfkomplikationen ausgenommen sind? Also vielleicht direkt in die Runde. Also das war schon vorher kein Thema. Es gibt kein Haftungsrisiko für einen Arzt, der ordentlich aufklärt, so wie er das ja immer machen sollte, wenn er eine Impfung durchführt. Das war eigentlich kein Thema und es ist sogar speziell nochmal gesetzlich geregelt worden, weil ja einfach die Covid-19-Impfung doch eine ganz besondere Situation ist. Das wird ja alles vom Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellt. Das läuft ja immer noch nicht direkt über das Kassensystem, auch das Bestellsystem und so weiter. Und da ist es auch nochmal extra klargestellt worden, dass es kein Haftungsrisiko gibt, vorausgesetzt, dass eben eine ordnungsgemäße Aufklärung erfolgt. Kommt noch und eine sachgerechte Durchführung, um das noch kurz zu betonen. Gut. Das ist kein Freibrief für... Also das, was man, sage ich jetzt mal hier auch in dem Rahmen, was man leider in den Medien permanent sieht, wie also so geimpft wird, Stichwort Anschlag, Nadel bis zum Anschlag, dann Injektion in der Form, dass der Stempel gedrückt wird, während ich die Nadel vorschiebe. Also das sind alles Dinge, wo man auch wirklich mal betonen muss in dem Rahmen, es geht auch um eine sachgerechte Durchführung. Das heißt, wenn jemand also zum Beispiel durch nicht sachgerechte Durchführung einen Abszess entwickelt, dann ist der betreffende Arzt da nicht abgedeckt. Ja? Es betrifft Impfschäden, die Abdeckung. Gut, danke nochmal für die Präzisierung. Hier kommt noch eine Frage zu der Kontraindikation, die wir gerade hatten. Ich würde die mal an Herrn Rüdiger stellen, aber sonst Frau Rüdiger auch gerne. Sind wiederholte Fehlgeburten auch keine Kontraindikation? Also von meiner Seite, ich kenne da keine Daten, aber da sind Sie sicherlich noch besser informiert. Aber ich meine, das Fehlgeburtsrisiko ist ja absolut gesehen relativ hoch und steigt ja auch mit zunehmendem Alter. Aber das hat in der Regel ja ganz andere Gründe. Das hat etwas damit zu tun, dass meistens bereits bei der Befruchtung irgendwelche Fehler passieren in der Verteilung der Chromosomen zum Beispiel. Oder eben, dass mit zunehmendem Alter einfach auch die Fähigkeit des Körpers und der Gebärmutter Schwangerschaften auszutragen, zu tragen, zurückgehen könnte und so weiter. Das hat ja weniger mit anderen Einflüssen zu tun. Herr Bogdan, ich habe noch mal eine etwas speziellere Frage an Sie. Ich habe gelesen, dass eine SARS-CoV-2-Infektion im dritten Trimester nicht mehr dazu führt, dass Antikörper über die Plazenta übertragen werden können. Also ich weiß nicht, ob das in jedem Fall so ist, aber eine späte Infektion führt eben nicht mehr zu dem Nestschutz, weil irgendwie eine Blockade, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Nabelschnur herrscht für diese Antikörper. Heißt das, könnte man das auch auf die Impfung übertragen und sagen, naja, vielleicht ist es im dritten Trimester doch gar nicht mehr so schlau, weil dann ist der Nestschutz weg, aber zumindest der Schutz für die Schwangere noch da. Also ist das zweite Trimester das Beste, um zu impfen? Na, da muss man jetzt zwei Sachen auseinanderhalten. Also die eine Frage ist immer, wann wird geimpft, im Sinne von, wann habe ich denn dann auch bei der Mutter erstmal die entsprechende Impfantwort, um Antikörper überhaupt produziert zu bekommen, die dann wiederum übertragen werden können.
Also wenn Sie jetzt irgendwie auf die Idee kommen, in der 38. Schwangerschaftswoche eine Schwangere zu impfen und die Woche drauf findet die Entbindung statt, dann ist es klar, dass es da jetzt keine diaplazentare relevante Übertragung mehr von Antikörpern geben können, weil die Produktion einfach nicht stattgefunden hat. Das heißt, die Idee, im zweiten Trimenon zu impfen, hat natürlich vor allem auch den Grund, möglichst über eine lange Zeitdauer noch die Schwangere zu schützen. Es geht ja nach wie vor erst einmal um die Frage, wie schützt man eine nicht geimpfte Schwangere? Da haben wir ja gesagt, erstes Trimenon kommt nicht in Frage, aber dann eben zweites Trimenon. Und das Ganze jetzt praktisch nach hinten zu verlegen, bis kurz vor die Entbindung, würde ja quasi das primäre Impfziel des Schutzes der Schwangeren ja völlig verfehlen. Und eine späte Impfung, also im späten dritten Trimenon, hat natürlich keine Relevanz mehr, was die Übertragung von Antikörpern aufs Kind anbetrifft, weil dann einfach die produzierten Antikörper noch viel zu niedrig sind. Ja. Die Frage einer spezifischen Blockade, also da können wir eine separate Diskussion drüber führen, das wir jetzt hier nicht ausdiskutieren, weil es einfach wirklich sehr in wissenschaftliche Details geht, was eben die Regulation der Mechanismen anbetrifft, der Antikörperübertragung. Aber unser Petitum ist eben, die Impfung zu einem Zeitpunkt durchzuführen, wo die Mutter auch davon profitiert und dann eben parallel dazu glücklicherweise auch das Ungeborene bzw. Neugeborene dann. Danke, da Sie gerade schon dabei sind. Eine kurze Frage noch, dann würde ich noch eine Abschlussfrage in die Runde stellen. Und zwar hier kommt nochmal der Stichpunkt Auffrischungsimpfung. Darüber, also generell beschäftigt sich die STIKO ja auch noch mit den Auffrischungsimpfungen, aber jetzt hier im Sinne von brauchen Schwangere vielleicht, die, sagen wir mal, vor der Schwangerschaft komplett schon durchgeimpft wurden, auch irgendwann eine Auffrischungsdosis innerhalb der Schwangerschaft. Macht das Sinn? Also die Auffrischungsimpfung im Sinne eine dritte Impfung jetzt, ja, das wird sich jetzt zeigen für die gesamte Bevölkerung, dann natürlich auch im Hinblick auf die Frage der Impfantworten in Abhängigkeit von Lebensumständen und Impfalter. Ne. Es kann natürlich sein, dass Beobachtungen zeigen werden, wenn jemand in der Schwangerschaft geimpft worden ist, dass er einen weniger langen Schutz hat als jemand, der außerhalb der Schwangerschaft geimpft wurde. Genauso wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit das materialisieren und bestätigen, was man jetzt schon absehen kann, dass eben jemand im hohen Alter, wie auch sonst bei anderen Immunantworten leider üblich, eine schlechtere Immunantwort an sich hat und dementsprechend auch weniger lang geschützt ist. Ich würde im Moment wirklich nicht in die Richtung argumentieren wollen, dass es eine gute Idee ist, eine anstehende Auffrischungsimpfung, wann auch immer die dann ansteht, in der Schwangerschaft durchzuführen. Ja? Ich meine, es sei denn, wir kommen dann dorthin, dass wir sagen, jawohl, wir wollen eine Situation haben, dass dann speziell nochmal hohe Antikörperspiegel auf das Ungeborene übertragen werden. Das ist aber dann ein anderes Impfziel. Und dann, wenn das so ist, siehe Pertussis, dann wird das natürlich so sein. Ja? Aber das, was im Moment läuft, so nach dem Motto, ich bin geimpft und ja, jetzt gibt es ja genügend Impfstoff und ich brauche jetzt ganz schnell eine dritte Impfung, das sollten wir sehr davon abhängig machen, wie in der jeweiligen Altersgruppe, in der jeweiligen Bevölkerungsgruppe tatsächlich das Risiko ist im Sinne von Durchbruchsinfektion, wie lange ist die Impfung her, wie ist die zu erwartende primäre Immunantwort, wann hat es dann wirklich Sinn, die dritte Impfung zu geben, um eine maximal gute Schutzwirkung zu haben. Ja. Und ich denke, das wird jetzt in den nächsten Wochen, es gibt eine separate Arbeitsgruppe in der STIKO, die sich mit dem Aspekt der sogenannten Boosterimpfung oder der dritten Impfung beschäftigt. Was die immundefizienten Patienten anbetrifft, das wird jetzt sehr zeitnah bereits publiziert werden, so wie es ausschaut, dann nächste oder übernächste Woche. Und da geht es natürlich auch darum, wie kann man Impfschutz erreichen bei jemandem, der eben möglicherweise durch die erste und zweite Impfung noch gar nicht adäquat geschützt werden konnte aufgrund der besonderen Umstände. Vielen Dank nochmal für die Erklärung. Ich habe die Abschlussfrage schon angekündigt. Herr Rüdiger, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Sie haben schon länger nichts gesagt. Wenn Sie das jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lassen, das, was wir jetzt die Stunde besprochen haben, was sind die wichtigsten Punkte und vor allen Dingen, was ist das Wichtigste oder die wichtigsten Argumente für Sie, das für eine Impfung bei Schwangeren spricht? Weil wir ja vor dem Hintergrund diskutieren, die STIKO empfiehlt es jetzt auch allen Schwangeren. Aus meiner Sicht sind es drei Punkte. Das eine ist, dass die Schwangeren jetzt nicht ausgeschlossen werden, davon, also von einer Impfung zu profitieren. Das zweite ist, dass die auch davon profitieren können, weil sie im Vergleich zu gleichalten Frauen doch ein höheres Risiko haben, daran
schwerer zu erkranken. Und der dritte Punkt ist, die können auch was für ihr ungeborenes oder neugeborenes Kind leisten oder nicht leisten, den Schutz anbieten, sodass auch das Neugeborene nicht mehr gefährdet ist und kommen aus dieser Unsicherheit einfach raus, die aktuell bestand. Vielen Dank. Ich würde das Wort dann an Frau Röbel-Mathieu geben, gerne mit der gleichen Frage und wiederholen Sie auch gerne Punkte, die für Sie wichtig sind. Also ich finde, das hat der Herr Rüdiger schon perfekt zusammengefasst. Es geht mir wirklich darum, dass in Anbetracht eines erhöhten Risikos für einen schweren Verlauf, der allein schon durch die Schwangerschaft bedingt ist, auch Schwangere die Möglichkeit haben, sich schützen zu können, da auch einen niedrigschwelligen Zugang zur Impfung zu haben. Ich denke, da ist nicht so viel hinzuzufügen. Aber wenn ich vielleicht zu der vorherigen Frage zu den Aborten noch einen Hinweis geben darf. Da gab es ja sogar eine Auswertung aus der amerikanischen Impfüberwachung von etwa 2500 Schwangeren, die genau die Frage untersucht hat, ob durch die Impfung es zu einem erhöhten Risiko für Fehlgeburten vor der 20. Schwangerschaftswoche kommt. Und das konnte gezeigt werden, dass es nicht der Fall ist. Vielen Dank nochmal für die Daten dazu. Baue ich gerne sonst an der Stelle im Transkript nämlich auch nochmal mit ein. Herr Bogdan, Sie haben nochmal das Wort zuletzt. Die Abschlussfrage, welches Argument zählt für Sie am meisten? Naja gut, natürlich die vorgenannten, aber worauf ich auch nochmal wirklich deutlich hinweisen möchte, ist, dass wir in dieser Impfempfehlung, die wir jetzt eingehend diskutiert haben, schon auch einen sehr klaren Punkt machen, dass all diejenigen, die wie gesagt, eine Schwangerschaft vielleicht ins Auge gefasst haben oder im gebärfähigen Alter sind, dass sie, wenn immer möglich, sich vor der Schwangerschaft impfen lassen, um eben dann tatsächlich während der ganzen Schwangerschaftszeit auch diesen Schutz zu haben. Das heißt, die Impfung in der Schwangerschaft ist unter dem Aspekt des Schutzes der Mutter immer die zweitbeste Wahl. Vielen Dank dafür. Ich würde an dieser Stelle, wir haben es 11:52, ich möchte Ihre Zeit nicht überstrapazieren, nochmal darauf hinweisen, dass das Briefing aufgenommen wurde, dass der Videomitschnitt so schnell wie möglich auf unserer Website zur Verfügung steht und wir das Ganze natürlich auch wieder schriftlich transkribieren werden, dass man es auch nochmal nachlesen kann. Ihnen dreien danke ich von Herzen für Ihre Zeit, für diese Stunde und hoffe, dass das so genauso informativ war für die Zuhörenden wie für mich und freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal auf ein Pressbriefing und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Wiederschauen. Tschüss.